Hello! Eigentlich wollte ich heute zwei kleine andere Videos hochladen, aber jetzt ist ein Thema dazwischen gekommen, das zu einem anderen Thema führt, das mich einfach nur aufregt. Und deswegen wollte ich heute mal darüber sprechen. Ich habe heute Morgen mitbekommen, wie eine von meinen Lieblings-YouTuberinnen einen für mich erstmal merkwürdigen Kommentar bekommen hat unter... Nee, stimmt gar nicht. Pass auf. Also sie hat etwas gepostet bei Instagram in ihrer Story über einen Fan aus der Community von uns, die einen Kommentar zu ihrer Story erhalten hat. Von wegen, du bist ein ganz schöner K-Boo. Darüber hat sie halt eben gesprochen und auch ein Video verlinkt, das diesen Begriff Korea Boo erklärt, den ich vorher wirklich noch nie gehört habe und von dem ich als allererstes dachte, oh, das klingt total niedlich. So, ich habe schon gemerkt natürlich, okay, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas scheint mit diesem Begriff nicht in Ordnung zu sein, es scheint nicht nett zu sein, es scheint eine riesige Beleidigung zu sein. Aber meine erste Reaktion war so, oh, Korea Boo. Weil bei Boo denke ich immer an, ich weiß nicht, an dieses amerikanische Wort Boo für meinen Schatz oder ja, für Schätzchen. Also das, was so ein Nickname für deinen Partner einfach. Und deswegen dachte ich, das wäre irgendwie so, weiß ich nicht, so könnte man einfach Leute nennen, die einfach auf den ganzen Kram aus Korea halt stehen. Also K-Drama, K-Pop, K-Rap, K... was weiß ich. Oder halt koreanisches Essen. Frag mich nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dieses Video angesehen. Und mir halt Definitionen durchgelesen im Internet und im Prinzip geht es bei Korea Boo einfach darum, dass jemand betitelt wird, der, wie, so wie ich es verstanden habe, krankhaft, fanatisch über Korea ist, möchte aussehen wie ein Koreaner, möchte sich verhalten wie ein Koreaner, möchte am liebsten koreanische Staatsbürgerschaft haben, möchte natürlich in Korea leben, möchte alles über koreanische Kultur wissen, möchte, keine Ahnung, voll in dem K-Pop drin sein oder K-Drama oder ja. Musste das jetzt auch erstmal ein paar Stunden verarbeiten, weil ich A, nicht verstehe, warum es Leute gibt, die jemanden so betiteln. Vorausgesetzt, diese Person ist sich dessen bewusst, was wirklich dieser Begriff beinhaltet. Und zweitens verstehe ich gar nicht, warum es für jeden Blödsinn eigentlich einen Titel gibt. Warum muss man eigentlich alles definieren und in Schubladen stecken? Also... als ich letztes Jahr so in die K-Drama-Schiene und dann auch K-Pop und K-Rap so reingekommen bin, wenn du etwas Neues entdeckst, das dir sehr gefällt, ist es doch normal, dass du darüber sehr, sehr leidenschaftlich bist. Bei mir war es auch so, ich habe letztes Jahr gedacht, okay, du hättest Lust, eine neue Sprache zu lernen. So, und dann habe ich einen koreanischen Film gestreamt, den ich so geil fand, dass ich gleich mit einer koreanischen Serie weitergemacht habe, mit einem K-Drama und dann halt auch in K-Pop natürlich gerutscht bin, mir ein Buch über Korea halt geholt habe, weil ich einfach mehr über die Kultur wissen wollte und natürlich auch dadurch, dass ich wusste, ich möchte eine neue Sprache lernen und gerade Koreanisch auch einfach die krasseste Herausforderung an Sprachen ever ist, außer vielleicht Chinesisch, Russisch und Japanisch, also aus meiner westliche Sicht, habe ich das für mich natürlich auch megamäßig gehypt über Monate lang. Und ich weiß nicht, ob man das besessen nennen kann. Also ich habe jetzt nicht jedes K-Drama geguckt. Ich habe wirklich nur eins gesehen. Ich habe nur einen Film gesehen. Musik habe ich schon ziemlich mich rein vertieft in unterschiedliche Gruppen und Künstler. So
das Kulturelle habe ich halt einfach versucht, weil es einfach interessant ist. Ob das andere jetzt gut finden, ist mir persönlich vollkommen egal. Und die Sprache zu lernen, ist einfach eine mega Herausforderung, auf die ich einfach stehe. Ich lerne halt gerne, aber auch wirklich nur das, was mich interessiert. Gab halt auch Probleme in der Schule. Aber ich finde es halt ein bisschen merkwürdig, dass man... Ich weiß nicht, ob es Leute wirklich gibt, die dann da irgendwie so obsessiv sind über eine komplette Kultur und ein ganzes Land, dass sie voll abdrehen und an nichts anderes mehr... Ich kann das bildlich ehrlich gesagt noch gar nicht so fassen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Zu denen, die sich mit so etwas auseinandersetzen müssen und die sich so etwas anhören müssen, eigentlich ist dieses Video an euch gedacht, weil ich mich nicht mit Leuten auseinandersetzen werde, die irgendwelche Begriffe in den Raum schmeißen, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn das ist es ja eigentlich. Also Leute, die dir egal welchen Begriff an den Kopf werfen, einfach weil du ein Fan von etwas bist oder weil du anders bist, sind bei mir die sogenannten Grumper. Grumper sind einfach ja Nörgler, diese alltags 24 Stunden meckernden Menschen, die einfach alles kacke finden. So, denen nichts passt, vor allen Dingen nichts, was neu ist. Korea, die ganze koreanische Kultur ist ja jetzt neu in die westliche Kultur so mit eingeflossen, so massiv und so rasant, dass einige damit auch wahrscheinlich einfach überfordert sind und viele wollen einfach meckern. Also, so, du bist glücklich, ziehst dein Ding durch, du hast vielleicht eine Fanseite oder einen YouTube-Kanal oder bist bei Instagram damit ziemlich gut dabei, einfach weil du zum Beispiel jetzt in dem Beispiel Korea magst und auf wen passt das nicht. Seht ihr? Die Kamera war so genervt vom Thema, dass sie gleich erstmal alles rausgestellt hat. Ist okay, Schatz. Es ist alles gut. Wir sind gleich durch mit dem Thema. So, wo war ich? Also, Grumper sind für mich Nörgler. Ganz einfache Sache. Die sind unzufrieden mit ihrem eigenen Leben, sehen dann irgendwas, was vollkommen aus ihrer Schiene läuft, was sie nicht verstehen können, weil sie es auch nicht verstehen wollen und weil sie auch nicht tolerant sein wollen. Und dann kommen Kommentare unter deinem Post, unter deinem Video, unter deinen Bilder, was auch immer. Leidenschaftlich zu sein und eine Leidenschaft für etwas zu haben, hat nichts damit zu tun, massivst obsessiv zu sein und aggressiv zu werden. Wenn ihr eine Leidenschaft habt, egal für welches Land, ob es jetzt nun wirklich Korea sein sollte oder ob es Japan ist, ob es Amerika ist oder Großbritannien, ich habe keine Ahnung, oder von mir aus Schweden. Natürlich informiert ihr euch über dieses Land. Und natürlich sucht ihr euch Sachen, pickt ihr euch Sachen heraus, die eurem Alter entsprechen und die euch diese Kultur näher bringen. Da muss man dafür auch einstecken. Klar wird man dafür von vielen Seiten belächelt und auch jetzt wieder mein wunderschönen Haaren habe ich massivste Probleme mit erwachsenen Menschen mittlerweile. Ja, es sind keine Jugendlichen wie vor 15 Jahren. Wobei selbst die nicht so heftig waren, wie es jetzt die Erwachsenen sind. Ich muss nicht, nur weil ich erwachsen bin, braune Haare haben. Und ich muss sie auch nicht haben, weil sie jemand anders schön findet. Es ist Ausdruck eurer Persönlichkeit, dass ihr Interesse für bestimmte Dinge habt. Und das solltet ihr beibehalten. Lasst das nicht fallen. Ich habe auch viel an mir gezweifelt und ob ich nicht lieber mich doch anpassen sollte und mich nicht lieber so und so anziehen sollte. Und nicht lieber die Haare so und so und so und so und so haben sollte. Weil das macht jetzt lieber jeder so und so und so. Das macht euch nicht glücklich. Ihr merkt selber, euer Herz merkt dann einfach selber, wie ihr daran kommt.
geht. Lass das. Das ist echt. Nein. Das ist einfach keine Option. Lass die Leute erzählen. Seht es anders. Ihr habt wenigstens etwas. Im Gegensatz zu den Grumpern, die meinen, alles niedermachen zu müssen. Ihr habt etwas, wo ihr Herzblut reinsteckt, was ihr gerne macht, was euch motiviert und antreibt und glücklich macht. Ganz einfach. Lasst euch nicht unterkriegen. Das ist alles totaler Blödsinn. Und hört nicht auf Leute und nehmt nicht Leute für voll und nicht als Vorbild, die unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind. Macht das einfach nicht. Die Leute akzeptieren das, weil sie es akzeptieren müssen. Denn wenn sie in ihren Spiegel gucken, müssen sie ihr Spiegelbild sehen, nicht meins. Wenn sie mich nicht sehen wollen, müssen die Leute sich wegdrehen. Das ist nicht mein Problem. Ich muss in den Spiegel gucken können und sagen können, so gefällt mir das. So möchte ich es haben. Ganz einfach. Also nichts einreden. Und gebt einfach nichts auf solche Begriffe. Und ganz ehrlich, ich bin der Meinung, wir sollten diesen Begriff Korea Boo irgendwie umswitchen, dass er eine positive Wirkung hat. Weil ich finde ihn niedlich. Die Definition ist halt noch nicht so schön. Also. Nicht fertig machen lassen. Das Leben geht weiter. Und wir bleiben auf der sonnigen Seite.